Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock 1. Wir müssen die Forschungskamera benutzen und ein paar schöne Fotos von Spider slicern. Die haben wir hier, die Kamera. Das ist zoomen, super. Ja, zwei Fotos fehlen uns noch und auf den Kampf. Ah, schön, das fehlt ein bisschen dabei. Irgendjemand habe ich gehört. Fischis. Alter. Ja, das ist toll, ne? Das ist einmal das Ding da. So. Bums. Zack, haben es. Ladies and Gentlemen! Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Ist gut. Das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nicht nein, Panzerbrechende. Gewiss keine Badewanne bauen. Scheiße. Wir bauen einen Garten Eden. So. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Ja. Schönes Foto von hinten. Heißt das? Ja, super. Reicht das? Spider-Slicer. Ja, so spricht Gott, der Herr. Los, liefere einen anständigen Kampf. So, auch schön. Vater? Wieder. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Das ist ein richtig unnormales Hackding, ey. Boah. Boah, das war heftig, ey. Aber sie ist mein kleines Mädchen. Sie hat meine Augen. Siehst du? Getrickst, du Monster! Du tust meiner Kleinen weh! So. Strafe. Motiv wurde schon verraten. Ich werde mein ganzes Leben ich kann nicht zurück! Alter Gevatter, ey. Ich kam nicht zurück. Wollte nicht. Ausgetrickst, ja. Ich bin doch jetzt ausgetrickst.
Das wollte ich nicht. Warum hat er das gemacht? Dollar sind immer gut. Sonst irgendwas noch hier? Filme. Das hat recht eine Pistolenkugel. Damit habe ich jetzt geschossen. Das ist super. Hier ist gar nichts. Ich bin nur für Pistolenkugeln hier hingekommen. Ist ja lame. Oben sehe ich noch was. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Also wir brauchen noch ein Foto von einem Spider-Slicer. Und einer ist abgehauen. Kannst du bei diesen Schrottern verlieren? So leicht durchschaubar hältst du mich ein. Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Kette, echt. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Was? Schon wieder? Sei verflucht, der du in der Stadt bist. Was soll ich denn wissen, welchen ich schon fotografiert habe? Hände hoch, Hände hoch! Alter. Eine zweite Chance. Kannst du das kaufen, ja? Haha. Da oben hin, wenn hier ist. Das geht irgendwie schneller. So, passt es doch. Gegenbank brauchen wir nicht wirklich. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Mehrere Motive, weil der hinten da drauf ist. So, genau in dem Moment müssen wir nachladen. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Direkt der Nächste. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ich weiß nicht wirklich gelohnt. Da ist aber noch irgendwas. Was ist das? Irgendwas da drin? Nee. Kiste mit Granaten, wo wieder keine Granaten drin sind. Das kriegen wir doch. So. Der Winterblast ist eigentlich ganz cool. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Muffe! So, zack, Bums. Der Flut sei die Frucht, Vater!
auch eiskalt erwischt. Ionischer Schrot, Explosivschrot. Wir glauben uns wohl. Das ist der Sündenlohn! Wir haben uns. Ich schicke dir Seuchen! Was ist das? Auf den Boden! Auf den Boden! Den Nitrosbleißer. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Hab ich doch gesagt, hier ist hundertprozentig einer. Wo wollt ihr denn hin? Was hat der den armen Mann gemacht? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung. Bringst du dem alten Pete jetzt endlich seine Fotos oder bist du brand? Du Tourist hier! Los, liefere einen anständigen Kampf! Lauf zu das wollte ich nicht. Ja, ja, Pete, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich bin schon irgendwie auf dem Weg. Ah, ich will wissen, was die hier mit dem gemacht haben, ey. Selbst im tiefsten Meer sieht der Herr alles. So komme ich nicht an dich ran! Stockwerk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 30, 37. Mit dem mal schnell. Oh fuck, der ist nicht hackbar. Ich mach hier einen Kurzschluss. Dann ein Autohacker. Wir haben ja genug. Nice. Zu Besuch beim Abschaum! Habe ich ihn jetzt endlich? Der Menschheit erkennen, dass ich der Herr bin! Genau! Nicht so anders würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Wäre ich so freundlich? Ich weiß es nicht. Weißer Organ? Ah. Ja, sehr viel Hack auf der Sprachaufnahme, war das total. Wow. Ist das nicht hier die 7-5? Das sind die beiden Eltern. Das sind die beiden Eltern, die auf das Kind gewartet haben. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha.
Ja. Und einer hat das befehligt, das Ding. So ein Schmutzfink. Was ist geht? Ah! Oh! Oh! Ja. Ich habe drei Bilder gemacht, aber ich kann mich hier oben noch weiter umstellen. Ja, die haben ihre Kinder verloren, das ist mir echt leid. Hier waren wir nicht drin. Hier waren wir. Mann, ich komme hier durcheinander. Hier waren wir aber nicht drin. Weiter mal eben, denn das kann jetzt richtig happy werden. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Ist da irgendwo einer? Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Ich werde dich verfolgen! Ich weiß ja nicht, ich bin da echt immer unsicher gegen die. Wie sollte er auf einmal so viel Energie? Ich schicke dir Läuse! Nee, ich will ja wohl nicht. Weiter! Dann noch vor noch hinten, weißer dreckiger Bastard. Alles kein Problem, wir nehmen dich mal mit. Kleines rothaarige Mädchen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Der ist so heftig mit dem. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Wie ist der Ton die ganze Zeit immer weg? Kann er sein? Nicht alle erwischt. Hier noch schnell. Rot. Boah, Alter. Fuck. Bin ich hier schon lang? Also, der bloße
Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich hart. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auch ewig in deinem... So, weiter geht's. Oder auch nicht. Ryan kennengelernt werden wir jetzt im nächsten Part hören. Und deswegen bis zum nächsten Part und ciao, Leute.